und noch mehr Huevos Rancheros. Más Huevos Rancheros. Mhm. Por favor. Machen Sie auf! Mulder, wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, hätte ich mehr Salsa gemacht. Wir brauchen Ihre Hilfe, und zwar sofort. Wer ist denn abgestürzt? Wer, was, wieso? Ich will alles wissen, was auf diesem Flugschreiber drauf ist. In Form und Größe ähnelt er dem einer SR-71. Eine normale Blackbox ist das jedenfalls nicht. Wo haben Sie die denn her? Aus Groom Lake, in der Nähe von Area 51. Dreamland? Das Aurora-Spionageflugzeug. Was ist das? Ein Geheimprojekt. Und zwar so geheim, dass es zum Himmel stinkt. Die Aurora ist ein Überschallaufklärer, der mit flüssigem Wasserstoff angetrieben wird. Oder mit Methylcyclohexan. Was ist denn mit ihm los? Gefällt euch der Name? Ich musste mich entscheiden, entweder Aurora oder Borealis. Wovon redet er überhaupt? Mulder? Er ist nicht Mulder. Hä? Wir denken, der Absturz dieses speziellen Flugzeuges, wie immer es heißen mag, führte zu einer... Mein Name ist Morris Fletcher und ich arbeite in der Area 51. Ich habe Mulders Identität durch einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum angenommen. Aha. Ja, kleiner Mann, ich bin nicht er. Also, ich finde euch ganz toll, wirklich. Ich meine, ihr seid die einsamen Schützen, nicht wahr? Ihr Jungs seid meine Helden, ihr schreibt so einen Haufen dummes Zeug. Wir decken die Wahrheit auf. Die Wahrheit, wisst ihr, das finde ich so toll bei euch Affen. Ihr glaubt nicht nur den Bockmist, den wir erfinden, ihr verbreitet ihn auch noch. Ich meine, seht euch das hier an. Es gibt gar keinen Saddam Hussein. Dieser Kerl heißt John Gilmitz und wir haben ihn in einem Theater in Tulsa aufgetrieben. Er spielte da der König und ich. Prima, für dunkle Rollen geeignet. Wollen Sie damit sagen, dass Saddam Hussein eine Regierungsmarionette ist? Ich will damit sagen, dass ich den Kerl erfunden habe. Wir haben ihn 79 eingeschleust und er rasselt immer dann mit dem Säbel, wenn wir eine gute Ablenkung brauchen. Wenn ihr Typen nur wüsstet, wie viele eurer Geschichten ich mir auf dem Klo ausgedacht habe. Welche Geschichten denn? Oh, tut mir leid, Melvin, das ist Geheimsache. Ich heiße Froiki, Sie blöder Arsch. Was haben Sie mit Mulder gemacht? Haltet die Klappe, und zwar alle. Wenn ihr Mulder wiederhaben wollt, dann verschafft mir die Daten.